Willkommen, meine liebe Freunde, heute zu einem neuen Opening. Wir packen heute zwei Blister des neuen Sets Schwert und Schild Fusionsangriff. Fusionsangriff gab es heute noch nicht auf meinem Kanal. Das wird sich jetzt wieder ein bisschen ändern. Wir gehen weg von Celebration und gehen jetzt mehr zum neuen Set Fusionsangriff, das am 12. November 2021 erschienen ist, mit 294 Karten, das Set, das die meisten Karten beinhaltet dieses Jahr. Ich bin sehr gespannt, was wir hieraus ziehen werden. Wünsche mir viel Glück. Hoffentlich sehen die Promokarten gut aus. Und die Favorite-Karte, die ich gerne ziehen würde, wäre ganz klar die alternative Mew VMAX oder Psyana VMAX in Alternativ. Und Gengar VMAX, das, was es in diesen japanischen Decks zu erhalten gab, die Secret Rare. Die wäre cool, wenn wir die ziehen würden. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Opening. So, Penny Sleeves von Akero liegen bereit. Und welches Blister machen wir auf? Wir nehmen als erstes das Blister mit dem schlafenden Evoli, das auf der Bank liegt. Mal schauen, ob uns diese Promokarte Glück bringt. Hier ist wieder eine Münze mit Entei. So wie ich verstanden habe, sind in diesem Blister die letzten Münzen drin, die es in Kleinformat gibt. Ab nächstes Jahr sollen alle Münzen in diesem Großformat nur noch geben. Das ist Geschmackssache. Ich, ganz ehrlich, ich finde die kleinen Münzen viel, viel cooler. Aber wie gesagt, das ist leider Geschmackssache. Jeder hat da einen anderen Favoriten. Pokémon will das jetzt so ändern. Wir haben einmal Genesect, eine Belectro und einmal Gengar. Das, was wir gerne ziehen würden. Das wäre mega cool. Wir schauen uns die Promo und auch die Münze zum Schluss an. Ja, dann würde ich mal sagen, beginnen wir als erstes mit Belectro, dann Genesect und zum Schluss Gengar. Ich bin schon sehr gespannt, was wir aus Fusionsangriff ziehen werden. Werden wir eine Alternative ziehen? Wer weiß. Eins, zwei, drei, vier. Wir beginnen das erste Booster mit der Feuerenergie, Gala Geradax, Abschiedsglocke, Grillschita. Oh, Grillschita ist aber wirklich mit einem sehr, sehr coolen Artwork. Dann Knilz, Kamehaps, Onyx, Mauzi, Araqua, Reverse Solo Flunkiefer. Und wir haben Celebi Frau Alternative. Yes! Ja! Was für ein Hit! Oh mein Gott, das erste Booster, das vom ersten Blister und sofort ein Hit. Danke, Pokémon Gott, danke! Oh mein Gott! 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 Und das Centering sieht auch mega gut aus. Holy moly. Und die Rückseite sieht auch super aus. Ach du Scheiße. Oh Mann. Sorry, Chat. Sorry. Aber das ist einfach... Erstes Booster und direkt der erste Mega-Hit. Oh mein Gott. Direkt Celebi wie in Alternativ. Ich habe total vergessen, dass es diese Karte auch in diesem Set gibt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Heftig. Heftig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Heftig. Oh mein Gott. Das Opening hat echt mega gut begonnen. Oh mein Gott. Ich muss, glaube ich, ein bisschen runterkommen jetzt. Holy moly. Holy moly, direkt im Top-Loader.
Heftig, heftig. Oh mein Gott, oh mein Gott. Heieieiei. Heieiei. Heftig. Celebi wie alternativ. Erstes Booster und direkt eine Alternative gezogen. Mega genial. Mega genial. Okay. Booster Nummer 2 mit Genesect. Mal schauen, was uns das Booster Nummer 2 gönnt. Bisschen runterkommen. Bisschen runterkommen. Ich weiß, eine Alternative zu ziehen ist mega nice. Aber jetzt ein bisschen runterkommen. 4. Wir beginnen das zweite Booster mit der Unlichtenergie. Safcon. Luxio. Schülerin. Picuda. Viscora. Grillmark. Klibunkel. Mankey, das abhängt. Reverse Holo, Haspiro und Colossand. Okay, letztes Booster des ersten Blisters. Das Knet Sandan schaut uns schon gewissenhaft an. Wir beginnen das letzte Booster mit der Fusionsangriff. Wir beginnen das letzte Booster mit der Psychoenergie, Fusionsenergie, Fusionsangriffenergie, Gadamauzinger, Kotomi, Sandan, was wir schon vorhin gesehen haben, Hydrobi mit einem sehr, sehr coolen Artwork, Cottini, Wally, Eguana, Reverse Holo Legios und Meloetta. Nice. Wir haben keine weiteren Hits gezogen, aber ich muss sagen, mit Celebi V bin ich mehr als zufrieden. Die Karte ist wunderschön. Einfach wunderschön, was wir hier rausgezogen haben, direkt im ersten Booster aus dem ersten Blister. Mega schöne Karte. Mega schön. Mega schön. Und die hatte nichts. Das Centering sieht gut aus. Die Ecken sahen gut aus. Die hatte überhaupt keine Flecken. Mega schön. Mega schön. Einfach wow. So, wir schauen uns jetzt die Münze an. Das ist Entei. Sie sieht auch sehr gut aus. Hat nur ein paar Macken unten. Und jetzt schauen wir uns die Promokarte an, aber ich sehe jetzt schon, dass sie sehr gewölbt aussieht. Eieiei. Pokémon, was macht ihr mit den Promos? Ah, sieht die gewölbt aus. Holy moly. Aber das Centering hinten sieht schon gut aus, muss ich sagen. Das Centering vorne sieht auch gut aus. Aber seht ihr das, wie gewölbt die ist? Heftig. Heftig, das arme Eboli. Das Surface sieht aber auch sehr, sehr okay aus. Nice. Schöne Promokarte ist das. Eine sehr, sehr schöne Promo. So, dann machen wir direkt Blister Nummer 2 auf. Mal schauen, ob wir auch hier aus diesen Blistern einen Mega-Hit rausziehen werden. Oder ob Celebi wie in Alternativ unser einziger Hit bleiben wird. Wir haben 1, 2, 3. Die Promo und die Münze schauen wir uns wieder zum Schluss an. Wir haben hier wieder Genesect, wieder Belectro und nochmal Belectro. Also würde ich sagen, machen wir beide Belectro als erstes auf und Genesect zum Schluss. Booster Nummer 1 aus Blister Nummer 2. Das Booster ging sehr komisch auf. Sehr, sehr komisch. Oh, wir haben hier schon mal einen Farbigel mit Fusionsangriff. Unsere erste Karte mit Fusionsangriff. 4. Wir beginnen das erste Blister mit der Unlichtenergie. Trumbok. Stalobor. Richter. Farbigel mit Fusionsangriff.
Rotom, Mabula, Mantax, Rossana, Reversolo, Lepumentas und Geowatz. Nice, nice. Zweites Belektro-Booster. Zweites Booster aus Blister Nummer 2. Das Sterndo schaut uns schon gewissenhaft an. 1, 2, 3, 4. Und wir beginnen mit der Stahlenergie. Entdeckung der Abenteuerin. Trombok zum zweiten. Stahlobor zum zweiten. Sterndo mit fließender Angriff. Toxel. Oh, voll süß. Oh nein, armes Toxel. Ist sein Stoffball kaputt gegangen. Oh. Meltan mit fokussierter Angriff. Vulpix. Plusel mit fließender Angriff. Reversolo, Kloptopus und Akani. Okay, Blister Nummer 2 enttäuscht bisher. Wir haben das letzte Booster aus Blister Nummer 2 und damit auch das letzte Booster im Opening mit Genesect. Let's Pack Magic. Wir beten noch einmal zum Pokémon-Gott. Gib uns vielleicht nochmal so einen richtig, richtig geilen Hit wie aus Booster Nummer 1, aus Blister Nummer 1 mit Celebi V. Alternativ. Nochmal so ein Hit, das wäre mega cool. 4. Wir beginnen das letzte Booster mit der Kampfenergie. Nochmal Fokus, nochmal Fusionsangriff. Nochmal Fusionsangriff Energie. Sehr, sehr cool, die zum zweiten Mal zu haben. Nochmal Gala Mautzinger, Kotomi, Panzeron, Schnutthelm mit Fusionsangriff, Mopeko, Perlo mit Fusionsangriff, sehr, sehr cool. Das ist jetzt schon die dritte Pokémon-Karte mit Fusionsangriff. Sehr, sehr cool. Carnivana, Reverse Holo Onix und Yveltal mit fokussierter Angriff. Leider keinen weiteren Hit aus den 3 Booster aus Blister Nummer 2. Blister Nummer 2 hat leider sehr enttäuscht, muss ich sagen. Aber ganz ehrlich, Blister Nummer 1 hat das wieder rausgeholt. Wir haben hier einmal wieder Entei. Die sieht schon mal ein bisschen besser aus als die erste. Und ich sehe aber jetzt schon wieder, dass auch diese Promokarte sehr gewölbt ist. Eieiei. Der Centering hinten sieht nicht so schön aus. Hier dickerer als unten. Hier auch dickerer als da. Und das sieht man auch dann hier unten und hier. Schade, schade. Aber das Surface hat das irgendwo Kratzer. Also ich sehe jetzt keins. Und ich muss sagen, das Psyana sieht mega, mega schön aus. Sieht sehr, sehr schön aus, das Psyana. Hier nochmal das Evoli, das schläft auf der Bank. Und hier das entwickelte Evoli Psyana, das auch auf der Bank sitzt und in den Himmel schaut. Mit den ganzen Rosen und Blumen daneben. Sehr, sehr schöne Promokarten. Aber die Karte, auf die ich mich am meisten heute freue, ist Celebi V. Wunderschöne alternative Karte von Celebi V. Mega schön. Mega schön. Hätte ich nicht gedacht, dass wir die direkt aus einem Booster ziehen und das auch noch direkt aus dem ersten Blister Booster. Mega, mega cool. Ich hoffe, euch hat das chaotische Opening gefallen. Sorry dafür. Das nächste Mal machen wir eine Top-Trainer-Box auf, wenn ich die pünktlich kriege. Oder ich gehe nochmal zum Shop meines Vertrauens und hole mir nochmal ein paar Blister. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert ihn gerne, würde mich sehr freuen. Lasst gerne einen Kommentar, ein Like unter dem Video. Der erste Link führt euch zu meinem Twitch-Channel. Und die weiteren Links führen euch auch zu weiteren Shops, denen ich zu 100% vertraue. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende, einen schönen zweiten Advent. Oder einen schönen Wochenstart, wann auch immer ihr euch das chaotische Video anseht. Bis zum nächsten Mal. Euer chaotischer Geek Gamer 90. Ciao, ciao, Leute. Bye, bye. Und Celebi V. Einfach genial. Einfach geil. Geil, geil, geil. Ciao, ciao, Leute. Ciao, ciao.